Ja, liebe Kitzbühel-Anzeiger-Leserinnen und Leser, wir haben heute wieder die Gelegenheit, ein Fahrzeug zu testen. In dem Fall einen Cupra Born Elektrofahrzeug von der Firma Seat Kaufmann. Und mein Mitarbeiter, der Armin, hat das Auto schon ein paar Tage getestet im Redaktionsalltag. Und ja, Armin, wie bist du zufrieden? Das Fahrzeug hat, wir reden aber von Reichweiten, wie weit bist du schon gekommen mit dem Auto? Ja, mal grüß euch ja von meiner Seite und Peter grundsätzlich. Also ich bin super zufrieden. Fahrt sie wunderbar und auch mit der Reichweite, weil ich bin jetzt 3 Tage unterwegs und die Werksangabe von diesem Fahrzeug von gut 400 Kilometern ist durchaus realistisch. Wir haben hier, weil es handelt sich hier um den Cupra Born mit 204 PS und mit der kleinen 58 Kilowattstunden Batterie. Ja, das ist schon mal sehr gut. Also die Reichweite stimmt, was vom Werk her angegeben wird. Also für unseren Redaktionsalltag, wenn ich das so aussehe, Marvin, ausreichend, Wetter, ja. Vollkommen ausreichend. Strompreise, Armin, ist auch ein Thema natürlich aktuell. Wie weit, was kostet das Fahrzeug umgerechnet auf ungefähr 100 Kilometer? Ja, Peter, wenn man sagt, bei den heutigen Strompreisen von so 35 Cent pro Kilowattstunde kommen wir auf knapp 6 Euro für 100 Kilometer. Und das ist wirklich immer noch ein guter Preis. Das ist ein super Preis, ja. Also man sieht schon, man kann also schon sehr günstig elektrisch Auto fahren. Das Auto ist auch sehr stylisch, also mir gefällt es persönlich sehr gut. Abschließend vielleicht, Armin, das Fahrzeug macht schon mal sehr, sehr viel her. Was kostet dieser Born in der Ausstattung, wie er da bei uns jetzt dasteht? Also so wie er da steht, fast in Komplettausstattung, sind wir bei knapp 44.000 Euro, Peter. 44.000 Euro. Ja, das war schon mal ein kurzer Einblick in unsere erste Testreihe. Es gibt natürlich jede Menge Sonderausstattungen bei dem Fahrzeug noch, die bei Seat Kaufmann gerne nachgefragt werden können. Wir sagen danke fürs Zuschauen und wie gesagt, der komplette Bericht wird dann im Kitzbühel-Anzeiger veröffentlicht. Wir werden wahrscheinlich noch eine Woche brauchen, weil wir das Auto noch ausgiebig testen. Jetzt komme ich dran für 3 Tage und Sie können es dann ganz in Ruhe im Kitzbühel-Anzeiger nachlesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Von meiner Seite ab, pfiat euch.